von Plastikmüll bereits fabriziert, sage ich mal. Und die wollen wir jetzt erstmal wieder einsammeln an den Stränden und Ozeanen dieser Welt. Und mit allen zusammen, mit allen Ozeankindern zusammen, sollen es halt bis 2022 50 Tonnen sein. Weil wenn wir 50 Tonnen allein, 50 Tonnen sammeln, weil wenn wir 50 Tonnen alleine sammeln, dann sind wir noch mit Krückstock noch dabei. Genau. Und man fragt natürlich immer oder immer wieder bekommen wir die Frage, warum machen wir das eigentlich alles? Und bevor man diese Entscheidung trifft, macht man sich natürlich so ein paar Gedanken, was denn passieren könnte, wo man denn landen könnte, welche Menschen man kennenlernen wird, welche Situation man vor Ort antreffen wird. Und aber dass es so kommt, wie es, also man macht sich so seine Gedanken, aber dass es so kommt, wie es dann gekommen ist, wussten wir natürlich auch nicht. Es ist halt mega krass. Wir waren vor einem halben Jahr, ungefähr zumindest im August genauer, sind wir zu zweit gewesen mit einer Idee. Und jetzt sind wir schon, wenn ich jetzt alle Kanäle so zusammenzähle, sind wir schon bei 4000 Leuten, die mittlerweile unseren Weg mitverfolgen. Und Verrückt, einfach nur das ist verrückt. verrückt, genau richtig. Und es ist einfach cool. Die Leute fiebern halt mit und wir bekommen so viel Zuspruch von so vielen tollen Menschen. Und was wir halt auch gemerkt haben, egal wo wir sind, überall auf der Welt, finden wir dann doch wieder Ozeankinder. Weil die Sache ist einfach die, das Ozeankind hat, wir haben zu zweit angefangen, aber Ozeankind ist für jeden etwas, weil einfach jeder was tun kann. Wir haben tolle Partner mittlerweile gefunden. Seven Seas Rope aus Südafrika haben wir kennengelernt. Natürlich auch während der Cleanups, die wir so gemacht haben, haben wir sie kennengelernt. Die Bänder, die aus Müll herstellen, den sie am Strand finden, könnt ihr bei uns ja im Shop kaufen, wer noch keins hat. Gerne, es sind noch irgendwie 70 da, glaube ich. Dann Explainora, ich glaube, die sind auch ist jetzt ganz neu. Mit denen haben wir uns jetzt auch zusammengetan, sind heute, glaube ich, auch im Saal, weil es einfach Sinn macht. Es sind einfach zwei Mädels, die ein Malbuch entwickelt haben, mit dessen Hilfe Kinder spielerisch lernen können, warum es wichtig ist, dass der Müll eben nicht im Meer landet. Und irgendwie, und das ist halt das mega krasse, seit 6 Monaten kommt irgendwie eins zum anderen. Und wir haben so viele lustige Sachen gemacht, so tolle Sachen. Wir haben Cleanups mit ganz vielen Kindern gemacht. Wir haben einen Cleanup gemacht mit 40 Leuten oder fast 40 Leuten, mit einem Bagger sogar. Wir haben mittlerweile die private Telefonnummer von einem der Umweltminister der Malediven. Wir haben Vorträge in Hotels gehalten, in Flipflops und Boardshorts und mit Sonnenbrille auf dem Kopf. Und es ist halt, es sind so viele lustige Sachen passiert und es kommt noch so viel. Bilanz bis jetzt 8 Tonnen Müll mit allen zusammen, und das ist einfach Wahnsinn und dafür auch nochmal an alle, die mitgeholfen haben, super, echt toll. So, aber der Reihe nach, vielleicht unser 2017, wird Marina euch nochmal kurz was sagen. Südafrika hat es angefangen, was haben wir da so erlebt? Genau, im August ging es los. Anfang August sind wir von Frankfurt über Namibia nach Kapstadt geflogen und wir hatten gar keine Ahnung, was uns in diesem Land erwarten wird. Außer 2 Wochen, die haben wir tatsächlich fest verplant und eigentlich nur, weil du dran schuld bist. Ja, Du hattest mein nämlich einen Schuld, genau. Traum, der hatte mit dem Käfig zu tun und kaltem Wasser und ja, und ein bisschen großen Fischen Es war übrigens, nämlich. das Wasser war so kalt. So kalt war das. Ja, weiße Haie, darum geht's. Wir haben 2 Wochen lang mit weißen Haien zusammengearbeitet, im Käfig, im Wasser, Gott sei Ja. Dank, auf dem Boot und konnten viel lernen, haben viele Menschen kennengelernt und auch so einiges über diese Tiere lernen können. Was wir auch noch gelernt haben, ist ein super Projekt in Südafrika, wie die vor allem mit Recycling umgehen oder wie die junge Generation dazu ermutigen wollen, Plastik als wertvollen Rohstoff tatsächlich zu sehen und nicht als Müll. Und das nennt sich Swap Shop. Ein Swap Shop ist ein Laden extra für Kinder. Mega gut, Da mega dürfen nur gut. Kinder rein und es wird nicht mit Geld bezahlt, sondern eben mit Plastikflaschen. Also man zwingt oder animiert die Leute, die Kids dazu, Müll zu sammeln, den dahin zu bringen und dafür dann im Tausch Waren zu bekommen. Und das fanden wir einfach nur großartig, die Idee. Ja, dann hatte Micha schon die ja, interessanten Fügungen eigentlich gesagt, wie es zu unseren Bändern kam. Und zwar saßen wir eines Tages, wir haben ja mehrere Cleanups in Südafrika gemacht, aber an einem Tag saßen wir tatsächlich im Sand mit so stinknormalen Küchensieben und siebten den Sand durch das Sieb und befreiten den Sand von den ganzen Mikroplastikkügelchen, was da einfach angespült worden ist. Ja, und neben uns saß André und André hatte die gleiche Mission oder hat die gleiche Mission und Vision. Und die führen Cleanups durch und stellen aus den gefundenen Seilen und Bändern eben diese Armbänder her. Ja, und dann
ja, das führte so eins zum anderen. Und das war tatsächlich das erste, so ein richtig knaller Erlebnis, weil es das erste Richtige war, was im Nachhinein eigentlich, ja, das war unser jetziger Partner, mit dem man da zusammensitzt. Und fliegst ans andere Ende der Welt und hast keine Ahnung, was passiert und dann sowas. Ja, nach acht. Das ist das, was ich eben meinte, das eins zum anderen kommt. Ja. Davon gibt es noch viele, viele Beispiele mehr. Ja, aber dann nach 8 Wochen Südafrika ging es dann für 2 Wochen, also einen relativ kurzen Aufenthalt, auf die kleine afrikanische Insel Sansibar. Die liegt ja vor Tansania. Und Sansibar hat definitiv ein Plastikproblem und ziemlich großes, vor allem was die ganzen Plastikflaschen angeht. Und das liegt natürlich daran, dass, ja, es ist Luxus, wie wir das in Deutschland und in vielen europäischen Ländern haben, oder eigentlich nur in ein paar, dass du den Hahn aufmachst und Wasser kommt raus und kannst es ohne Probleme trinken. Und ja, in den meisten Städten zumindest, ja. Ja, in dem Land geht das natürlich nicht. Die Menschen sind darauf angewiesen, Wasser aus Plastikflaschen zu trinken und die haben keine Ahnung, wohin damit. So, und überall, wo wir hinreisen, suchen wir nach Partnern, lokalen Partnern vor Ort, mit denen wir zusammenarbeiten. So auch auf Sansibar, und dort haben wir mit dem einzigen Recyclingunternehmen zusammengearbeitet, namens Sunrec. Die haben dann ein super Cleanup organisiert mit einer Schule. Also ja, dann stehst du mitten auf so einer afrikanischen Insel und um dich rum, ja, 30 Schulkinder, die mal eben mit dir Plastikmüll sammeln, obwohl wir nicht die gleiche Sprache sprechen. Und das war Wahnsinn. Wir sind vor allem mit einem kleinen Bus auf die andere Seite der Insel gefahren worden, in dem Fall, damit wir da mit den Kids Plastik sammeln. Und als wir da schon ankamen, das war einfach der Knaller, weil die sich einfach auch wirklich darauf gefreut haben. Die haben so eine Umweltklasse, wo die wirklich den verantwortungsvollen Umgang mit Plastikmüll oder mit Müll generell, wo die das wirklich lernen. Und, ja, und da lernen sogar die Kids, die tragen das in die Familien und an die Mamis und Papis weiter, die halt gewohnt sind, okay, Müll wirfst du aus dem Fenster und weg ist er. Und da erziehen tatsächlich die Kinder die Eltern. Und wenn es soweit schon ist, dann ist doch alles gut. Dann haben wir doch alle Hoffnung für diesen Planeten. Ja, ein zweites Highlight auf Sansibar war tatsächlich der Moment, als wir ein Clean-up in so einem kleinen Fischerdorf gemacht haben am Strand. Also ohne Touristen? Ohne Touristen, genau. So, die Fischer saßen halt alle im Schatten und haben gechillt und erholten sich von ihrer Arbeit und wir liefen wieder mal mittags rum. Natürlich, wie immer. Wir gehen immer mittags sammeln, aus irgendeinem Grund immer in der Mittagssonne. Keine Ahnung warum, aber... Kann man machen. So, ja, auf jeden Fall, wir beiden weißen Touristen laufen da zwischen allen farbigen Menschen hin und her und sammeln halt einfach Müll ein. Na. Ja, sah wahrscheinlich sehr komisch aus. Auf jeden Fall kamen dann auch Kids um die Ecke und gucken halt in unseren Sack und beobachten uns, liefen dann plötzlich weg. Und auf einmal kamen sie um die Ecke mit Hände voll mit Plastikflaschen und schmissen die eben. Wo auch immer die es hergeholt haben. Ja, weiß ich nicht. Hinterm Haus haben die wahrscheinlich den ganzen Haufen gesammelt und haben nur darauf gewartet, bis sie es bei uns in den Sack reinmachen können. Ja, das war Wahnsinn, die 2 Wochen, was wir da alles erlebt haben. Und was, ja, die Begeisterung von den Kids und die Motivation war einfach Wahnsinn. Und dann ging es weiter nach... Ja, juhu. Michael hat es jetzt nicht so gefallen. Ich mag Thailand, voll, aber okay. Lassen wir es, genau. Ja, in Thailand war tatsächlich der Tiefpunkt, was die ganze Plastikthematik angeht, weil, ich weiß nicht, das Bewusstsein ist da irgendwie anders oder gefühlt nicht vorhanden. Weil selbst auf dem Streetfood-Markt packen die Leute ihr Essen in Plastiktüten und essen aus den Plastiktüten mit Holzstäbchen oder sie holen sich den Kaffee mit einem Plastikbecher und nicht, dass sie ihn dann in der Hand durch die Gegend tragen, sondern nein, sie packen ihn in eine Tüte, damit er schön am Arm hängt und dass man beide Hände frei hat für Smartphone. Oder beim Rollerfahren auch gerne gesehen. Ja, aber so viel dazu. Also wir völlig motiviert kommen aus Afrika nach Asien, das erste Mal überhaupt in Asien und dann natürlich das. Wir haben natürlich schon viel vorher gesehen und gehört, dass eben Asien auch natürlich einer der größten Müllverschmutzer überhaupt ist, also 5 Länder davon. Ja, und dann das. Laut, dreckig, Bangkok. Herzlich willkommen. Ja. So, aber dann gab es auch da wirklich so einen Hoffnungsschimmer. Und das zeigt uns, dass eben Umweltbewusstsein nicht unbedingt was mit Bildung zu tun hat, sondern mit Aufklärung und einem Bewusstsein bei manchen Menschen. Wir sind nämlich in ein Randgebiet von Bangkok gefahren, in der Nähe des Flughafens. Ich glaube, da war noch nie ein Tourist vorher, glaube ich. Nee, ich glaube auch nicht. Weil die haben uns alle angeguckt, als wenn wir außerirdisch. Ja, keine Ahnung. Ja, ja, und zwar gibt es dann das gleiche Prinzip wie in Südafrika, nur heißt das nicht Swap Shop, sondern Zero Bar Shop. Das Prinzip ist aber genau das gleiche. Also Menschen kommen dahin und bringen eben Dosen
Glas oder halt Plastik, was man eben recyceln kann, dahin. Die verkaufen das logischerweise weiter und du kannst dann in den Laden mit deinem Gegenwert von dem Gewicht einkaufen. Wir haben das ausprobiert, wir haben auch was gesammelt. Wir waren nämlich mit Müllsammeln in der Straße. Achso, übrigens, ein wichtiger Unterschied ist noch, dass während der Swap-Shop in Südafrika sich nur an Kinder richtete, ist das in Bangkok oder ja, in Thailand gibt es wohl mehrere davon, wie wir uns haben sagen lassen. Das richtet sich an jeden, also da kann jeder was sammeln. Wir haben es auch selber ausprobiert und haben uns Waschpulver, glaube ich, gekauft, ja, in Anführungszeichen. Wir brauchten Waschpulver gerade, haben uns Waschpulver gekauft in diesem Shop für, weiß ich gar nicht mehr, wie viel das war. Ich weiß auch nicht. Kostet ja alles nichts. Egal. Ja, ja, genau. So. Nach dem Hoffnungsschimmer sind wir aber dann hat das Meer mal wieder gerufen, weil wenn wir zu lange an einem Ort sind, was nicht das Meer vor der Tür hat, wo wir direkt reinspringen können, fühlen wir Ozeankinder uns nicht so wohl. Nee. Ja. Wir haben uns für eine sehr untouristische Insel entschieden. Und zwar ist das Koh Phayam an der Grenze zu Myanmar, in der Andamansee. Und auch da ziemlich krass, weil logisch hast du das ganze westliche Essen, du hast aber keine Möglichkeit, mit dem Müll überhaupt irgendwo hinzukommen. Ja, und den Strand vor unserem Bungalow haben wir tatsächlich jeden Tag sauber gemacht. Zwei Wochen hatten wir uns Zeit genommen und es gab leider Gottes genug zu tun. Und zwar nicht, weil die Leute das weggeworfen haben, sondern was alles angespült wurde. Das war einfach krass. Ja, aber nicht nur wir haben fleißig gesammelt, sondern wir haben mittlerweile auch so Wiederholungstäter bei uns in der Community. Und zwar der Stefan und seine Julia. Die sind selber aktuell auf Weltreise und die weiß nicht, was sie machen. Wahnsinn. Also, ja, die haben sich irgendwie, wurden so ein bisschen inspiriert und haben dann, fangen jetzt an, können sich das nicht mehr angucken, wenn Strände voller Müll sind. Und dann waren sie auf Koh Phangan und haben da, ich glaube, eine ganze Tonne gesammelt, ja, einfach. Mit ganz vielen anderen Tagen, Helfern, ja, aber es ist einfach Wahnsinn. Und dann ist es so wunderschön, wenn dann Leute dir Bilder schicken und ja. Ja, klar. Ja, dann Malediven. Malediven, ja. Da werden meine Augen gleich wieder feucht. Ne? Ja. Jetzt gleich weiter. Drei Wochen waren wir dann auf den Malediven und die Leute, also nicht Resortinsel, sondern tatsächlich die lokalen Inseln. Und die Leute, die dort wohnen, das ist Wahnsinn, was die für eine Bereitschaft haben, was zu ändern. Also es dauert langsam, weil gerade die älteren Generationen immer noch das Meer als Müllkippe sehen. Aber die ganzen Jüngeren, die wollen was machen, wollen ändern, sehen das Problem. Und da haben wir tatsächlich zwei Cleanups in diesen drei Wochen durchgeführt, größere Cleanups, also nicht nur, wo wir beiden Hanseln rumgelaufen sind, mit zwei unterschiedlichen Hotels. Und da haben wir, wie gesagt, den Minister, der war da. Der war zufällig im Urlaub. Zufällig im Hotel im Urlaub. Den haben wir da kennengelernt und eben an einem Tag tatsächlich in 4 Stunden, da waren 40 Menschen und die haben Bagger organisiert und dann haben wir einen Strandabschnitt gesäubert, wo tatsächlich mehrere Jahrzehnte lang immer alles hingeworfen wurde. So, ja, und was soll ich sagen? Malediven ist ein wahnsinnig besonderer Ort für uns, weil dort hat tatsächlich alles angefangen. Und zwar 2016. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Geschichte, wie wir auch dazu gekommen sind. Warum? Ja, also wir waren ja nicht immer so, wie wir jetzt sind. Also wir waren schon immer sehr viel in der Welt unterwegs, hatten aber auch ganz normale Jobs in Düsseldorf und haben natürlich unser Geld gespart, um möglichst viel in der Welt rumzureisen, weil, ja, brauche ich euch ja allen überhaupt nicht sagen, das ist einfach das Gebiet, glaube ich. Wir waren auf den Malediven auf einem Boot 10 Tage lang, auf dem Katamaran. Ja, mehr muss ich eigentlich nicht sagen, oder? Ihr hattet gerade einen ganz ausführlichen Vortrag, wie es ist, auf dem Boot zu leben. Und wir hatten das für 10 Tage lang mit ruhiger See und ganz vielen Fischen und Schildkröten. Aber leider auch ganz viel Plastik. Und Plastik an Orten, wo eigentlich kein Mensch ist. Und einsamen Inseln, ja. Korallen, wo, oder an Korallen hängend, wo vermutlich, ich weiß nicht, vielleicht ein paar hundert Menschen jemals überhaupt waren, weil es halt mitten im Indischen Ozean ist. Und das hat uns echt zum Nachdenken gebracht. Ja, wir hatten eine Menge Zeit und dann sind wir halt wieder zurück in Düsseldorf gelandet. Und dann war für uns klar, okay, warte mal, nächstes Jahr wollten wir eigentlich eine Weltreise machen. Okay, wir reisen, aber wir wollen nicht mehr Weltreisen, sondern wir wollen tatsächlich... Auch, aber mit unserem Sinn. Ja. Genau. Wir sind ja keine Wissenschaftler oder Meeresbiologen oder sowas, also haben wir super viel uns selber angeeignet und halt rausgefunden, wie was irgendwie zusammenpasst, aber hatten nur noch mehr Fragen im Kopf, haben lauter Filme und Dokumentationen gesehen und vor allem Plastic Ocean, das weiß ich noch, es war Anfang letzten Jahres in Aachen, da war die Premiere und der hat uns tief berührt und noch weiterhin bestärkt, das zu machen, was wir seit August machen. Könnt ihr euch später auch noch angucken, können wir leider empfehlen.
Ja, und das ist genau das, warum es Ozeankind gibt. Es gibt viele Menschen, die reden und die aufklären, was super, super wichtig ist. Aber ja, wir müssen das, was wir hören, auch umsetzen. Weil sonst hilft es ja alles nichts. Und es ist tatsächlich so, wir können alleine das Problem nicht lösen. Und sämtliche Organisationen auf diesem ganzen Planeten, die es gibt, die können das auch nicht alleine lösen, sondern eben alle nur wir zusammen. Weil nur ein kleiner Teil liegt tatsächlich am Strand oder in der Umwelt. Ausreichend immer noch. Also ich spreche jetzt von Plastikmüll und nicht von Sand oder so. Sondern und der Rest liegt halt einfach da, wo kein Mensch es sieht. Oder in der Arktis oder am tiefsten Punkt der Erde. Es ist einfach wahnsinnig bedrohend für unseren ganzen Planeten, für unseren Lebensraum. Ja, und was soll ich sagen? Ozeankind besteht halt nicht mehr aus zwei, nicht mehr aus uns beiden Nasen, sondern eben aus ganz, ganz vielen Menschen. Und ich bin überzeugt und wir sind überzeugt, dass wir eben nur so viel erreichen können. Und zwar nicht, du musst nicht dein ganzes Leben umstellen oder komplett Zero Plastic, Zero Waste unterwegs sein. Kannst du machen. Ist super geil, wenn passt, ne? Aber du musst, es helfen viele kleine Dinge. Du musst nicht gleich in den Wald ziehen oder das Shampoo selber mischen oder so. Kannst du machen. Kann man machen, muss man aber wollen. Muss man aber wollen, genau. Und wir fangen erstmal mit den kleinen Dingen an. Also einmal Plastik weglassen, ne? Plastiktüten, Plastikflaschen, Strohhalme, Mikroplastik. Damit ist schon mal super viel erreicht. Ja, und man kann eben so viel machen ohne Aufwand, wie ich gerade gesagt habe. Und eben auch in Deutschland. Nur weil wir so ein ach so tolles Recycling-System haben, was ja nicht wirklich so geil ist, aber besser als, besser andere, als in anderen aber Ländern dieser Welt. Generalentschuldigung, genau. Deutschland ist, man muss mal festhalten, im Fußball sind wir auch super gut, aber auch in Sachen Plastikmüll sind wir Europameister. Und ich weiß nicht, ob das so ein geiler Titel ist. Selbst Europa sind 26 Millionen Tonnen. 26 Millionen Tonnen jedes Jahr, was eben angehäuft wird. Ja, und nur 30% werden davon recycelt. Hä? Ist ja irgendwie ein Fehler im System. Ja, der meiste Kram landet halt irgendwie auf der Müllkippe, wird eben verbrannt oder landet dann irgendwo in der Umwelt. Ja, und wer jetzt eben denkt, dass, ach, mein Müll, ich lebe in Deutschland, das landet nicht im Meer. Mag ja sein, dass das nicht vielleicht im asiatischen Meer landet, aber in der Nordsee, in der Ostsee leider auch. Denn jeden Tag, wir haben das mal nachgeguckt vorhin, fließen tatsächlich 191 Millionen Plastikteilchen nur durch den Rhein in die Nordsee. 191 Millionen. Jeden Tag. Also auch ganz, also man sieht die natürlich nicht alle, es ist viel Mikroplastik dabei, aber trotzdem 191 Millionen Teilchen. Ja, und einmal in einem Meer, ist ja egal ob Nord-, Ostsee oder Atlantik, Pazifik, das Meer, Weltmeer ist ja mit jedem Kram ja, überall verbunden und ja, es ist unsere Welt. Es ist nicht immer nur Finger zeigen, die sind schuld oder die sind schuld und ich, was habe ich damit zu tun? Das ist nicht mein Problem oder nicht meine Schuld. Das sehen wir halt anders. Wir leben alle auf diesem Planeten. Ja, es ist unser aller Lebensraum, das Meer ist wichtig für jeden und alles und deswegen dürfen wir einfach nicht zuschauen oder zwischen dem Plastikmüll nur die Muscheln aufheben, sondern auch mal den Plastikmüll aufheben. Ja. Genau, so. Also wir müssen auf jeden Fall alle, und ich sage normalerweise mit müssen und du musst, und es ist immer super schwierig, aber in dem Fall sind wir wirklich der Meinung, wir müssen echt was tun, und zwar alle, und zwar jetzt. Weil das Problem ist, mit dem Finger auf andere zeigen und warten, bis die Politik oder die Industrie was macht, die müssen alle was machen, ganz sicher, weil, wie Marina gerade schon sagte, wir können das Problem ja tatsächlich nicht alleine lösen, aber nur warten hilft halt im Ozean nicht. Jetzt hat die EU, haben ja viele von euch vielleicht gelesen, hat die EU irgendwie so einen Plan entwickelt, dass man bis 2030 alles machen will. Ja, aber wir haben jetzt 2018, bis 2030 sind 12 Jahre. Bis dahin sind die Leute, die das entschieden haben, schon überhaupt nicht mehr an der Macht. Fest steht einfach, wenn wir müssen was ändern aus unserer Sicht, und zwar alle, nicht, und wie Marina schon sagt, wir müssen nicht in den Wald ziehen dafür, aber es wäre einfach super, wenn wir kleine Dinge machen, weil es ja einfach so ist, wenn wir uns ändern wenn möglichst viele Menschen sich ändern wird, und nur dann wird auch die Politik und die Industrie irgendwann was ändern. Die reagieren ja tatsächlich nur, wenn es ihnen ins Geld geht. Und das sind wirklich so ganz einfache Dinge wie Einwegplastikflaschen, Tüten beim Einkauf, Obsttüten, Gemüsetüten, mal das die eigene Kosmetik, das eigene Badezimmer kurz mal checken, ob da Mikroplastik drin ist. Es gibt also einfach viele Dinge, wie wir alle eine ganze Menge erreichen können. Und
sieht man ja, hat mich ja anfangs erwähnt, 8 Tonnen haben wir alle zusammen gesammelt. Und das ist einfach Wahnsinn, was möglich ist, wenn man sich eines Problems bewusst ist und einfach nur mal ein bisschen was macht. Stellt euch mal vor, jeder würde irgendwie am Strand jedes Mal 1, 2 Sachen aufheben. Was das für eine Menge wäre einfach. Und vor allem auch nichts da lassen. Dann wäre es sauber. Dann wäre es sauber vermutlich, ja. So, also zusammenfassend, was macht Ozeankind? Ozeankind sammelt, wir sammeln erstmal Plastik, versuchen, oder Müll generell, aber hauptsächlich halt Plastik, leider ist halt einfach so. Wir versuchen die Locals, wenn möglich, mit einzubeziehen, versuchen dort vor Ort aufzuklären, versuchen mit Hotels und Guesthouses oder sowas zusammenzuarbeiten, dass wir da auch uns die Hotels angucken und sagen, okay, hier könntet ihr noch dieses und jenes ändern, weil es ganz oft so ist, wenn man von außen auf irgendwas guckt, fallen einem Dinge auf, die einem vielleicht gar nicht auffallen, wenn es das eigene Hotel ist. Und wir versuchen halt durch unsere Geschichten, durch unsere Aktionen, durch unsere Cleanups immer mehr Leute zu motivieren. Apropos motivieren, da fällt mir gerade ein, wir haben am kommenden Wochenende, das ist auch eine Aktion, die wir machen, wir nennen das Plastikrebell Cleanup. Das ist ein weltweites Event, wo wirklich jeder mitmachen kann, egal wo du bist, ob du in den Bergen bist, in der Stadt, auf dem Weg zur Kita, in der Mittagspause, als Unternehmen, als Privatperson, völlig egal. Das machen wir jeden Monat, das ist am 26. und 27. Januar. Man muss da nicht an beiden Tagen sammeln und es reicht auch schon, wenn man 5 Minuten sammelt. Ob das 5 Minuten, 10 oder 2 Stunden sind, das ist völlig egal, weil es einfach am Ende die Gesamtsumme zählt. Und so können wir übrigens auch nur wissen, dass wir 8 Tonnen gesammelt haben, weil uns eben die Leute das mitteilen. Und nur so schaffen wir irgendwann diese 50.000, die richtig, wir machen wollen. Richtig, genau. Genau. Marina, Michi, so, also ihr habt ja... Sag ich mal ganz kurz ein paar Hausnummern. Beim ersten Cleanup im November hatten wir nur in Anführungszeichen 150 Kilo, weil es natürlich trotzdem eine Menge. Beim zweiten Mal war es im Dezember, aber sind wir fast an der Tonne gescheitert, aber wir sind einfach nur deswegen daran gescheitert, weil in Deutschland irgendwie zu dem Zeitpunkt, also genau diesem Wochenende, Schneesturm war. Ich glaube, Nico will was sagen. Ja, wir hatten doch besprochen, dass ihr dem Publikum, wenn sie Fragen haben sollten, an euch diesen Raum auch ihnen geben sollten. Denn wir haben diese schöne Catchbox, das ist eine Würfelmikrofon und das würde ich quasi meiner Assistentin Doro geben. Und wenn, ja, nach diesem leidenschaftlichen Plädoyer und diesen wunderbaren Anekdoten, wenn jemand von euch Fragen hat, dann wäre es jetzt die Möglichkeit, die Ozeankind zu stellen. Wenn nicht, könnt ihr noch 5 Minuten weitererzählen. Aber diese Möglichkeit wollten wir ja Ihnen einräumen. Gibt es Mutige, Interessierte? Aha, Doro, walte deines Amtes. Okay. Am besten vor die Brust halten. Da hinten hat sich einer gemeldet, Doro. Da. Du kannst natürlich auch versuchen zu werfen. Ja, ich gehe mal näher ran. Sehr gut. So, danke an euch beide. Voll cool, was ihr alles macht. Was mich bei eurem Projekt interessieren würde, was macht ihr denn dann mit dem gesammelten Plastik? Ihr habt erzählt, ihr geht in Länder, in denen es keine Recycling-Infrastruktur gibt und seid dann damit 2 Tonnen gesammelten Plastikmüll. Wohin damit? Ja, sehr gute Frage. Also natürlich, wie du schon sagst, es gibt nicht überall die perfekten Recyclingmöglichkeiten. Generell sind wir der Meinung, dass Plastik an jedem Ort dieser Welt besser aufgehoben ist als am Strand oder am Meer. Wir versuchen natürlich, wie wir zum Beispiel am Beispiel Sansibar aufgemacht haben, wir versuchen natürlich immer mit Recyclingunternehmen vor Ort oder mit den bestmöglichen Partnern vor Ort zusammenzuarbeiten. Es ist ja nicht so, dass Sunrec nur diesen Müll mitgenommen hat, den wir bei diesem Cleanup gesammelt haben, sondern sie haben zum Beispiel auch extra für uns, haben sie einen Wagen geschickt, wo sie das ganze Plastik abgeholt oder den ganzen Müll abgeholt haben, den wir auf unseren täglichen Cleanups so gesammelt haben. Also wir versuchen immer die beste Möglichkeit zu finden. Natürlich ist das nicht immer ein Recyclingunternehmen. Es kann also auch mal sein, dass es halt ein großer Mülleimer ist oder der halt möglichst weit weg vom Strand ist oder dass wir mit den Hotels oder Airbnbs oder wo auch immer wir wohnen, dass wir mit denen zusammenarbeiten, dass die möglichst den Müll so gut es geht irgendwie recyceln und entgegen. Natürlich, wir können jetzt nicht alles immer 100% recyceln. Wir versuchen immer nur, es in allererster Linie mal vom Meer wegzukommen. Gibt es noch eine Frage? Wir hätten, ja, guck mal, 2 sogar. Jetzt müsst ihr euch entscheiden. Soll ich es einfach durchschauen? Eine Frage können wir, glaube ich, noch beantworten. Dann ist schon leider die Zeit rum, meine Lieben. Haben wir denn noch Zeit für ein Schlusswort? Wir haben noch eine Bitte am Ende. 1 Minute bräuchten wir noch, wenn es geht.
bekommt ihr. Hallo. Noch mal eine Frage zu den Cleanups, wie ihr das organisiert bzw. kommuniziert habt dann mit den Kids zum Beispiel, da wo ihr mit den Kindern zusammen Müll gesammelt habt. Habt ihr dann in Landessprache zum Beispiel nochmal irgendwie auf die Nachhaltigkeit dieses Projekts oder allgemein auf die Nachhaltigkeit von Müllsammeln hingewiesen oder haben die Kinder das nur als Spiel gesehen oder so, zu sagen, okay, wir sammeln jetzt halt heute einfach mal Müll, aber seid ihr in die Schulen gegangen oder, ja, das würde mich noch interessieren. Und wie habt ihr die organisiert? Also habt ihr das irgendwie angemeldet, habt ihr Poster aufgehangen oder habt ihr das, waren das ganz spontane Aktionen, dass da Leute einfach vorbeikommen und gesehen haben, ah, witzig, die sammeln Müll, mache ich mal mit. Also in dem Beispiel war es tatsächlich so, dass wir mit Sammelwerk zusammengearbeitet haben. Die haben eh schon die lokalen Schulen, mit denen sie zusammenarbeiten, und auch die Umweltklassen. Also genau die sind schon super motiviert und aufgeklärt, was dieses ganze Thema angeht. Und die wissen, kommunizieren auch in Landessprache. Also wir planen sowas nicht ewig lang im Voraus, maximal so 2-3 Wochen, weil wir selbst nie wissen, okay, wo sind wir, wann genau und wo zieht es uns hin. Aber wir haben an jedem Ort immer lokale Menschen, die auch in der Landessprache vor Ort dann das noch ein bisschen dazu erzählen, warum es denn wichtig ist, was es zu vermeiden gibt, was die kleinen Möglichkeiten sind und, und. Also es ist leider nicht so, dass wir Poster oder sonst was haben. Das Einzige, was wir gemacht haben oder das Hotel gemacht hat, das hat T-Shirts gemacht innerhalb von einer Woche. Ja. Das war unser, warte mal, ich drehe mich mal kurz um. So, ich weiß nicht, ob man sieht, aber da steht halt, so, das ist das Einzige, was mal gemacht wurde. Das hat aber das Hotel auch gemacht, weil wir gar nicht die Möglichkeiten haben, die ganzen Sachen mitzuschleppen oder auch gar nicht das Geld vor Ort, dann das alles zu organisieren, sondern da sind wir tatsächlich darauf angewiesen, auf Partner vor Ort. Dazu noch eine Sache ganz kurz bei dem Clean-up, was wir da in diesem Local Village gemacht haben zum Beispiel. Da hatten wir auch vorher geguckt, okay, wen können wir da ansprechen aus diesem Dorf? Gibt es da vielleicht jemanden, der sich für die Umwelt wirklich interessiert, der sich dafür einsetzt? Und genau den haben wir dann auch über Umwege irgendwie bei Facebook gefunden, haben den angeschrieben, haben gesagt, wer wir sind, was wir vorhaben und ob er uns helfen könne. Und bei den Kindern, die dann mitgeholfen haben, war es tatsächlich so, dass die uns nicht, wobei doch, die haben schon ein bisschen Englisch gesprochen. Und der Partner, sage ich mal, den wir da vor Ort hatten, hat dann auch noch versucht, denen zu erklären, was wir denn eigentlich machen, warum wir das alles tun. Aber sonst wird schon hingewiesen, wenn wir jetzt mit Hotels zusammenarbeiten, ich erinnere mich auf Koh Phayam, dass sie schon gesagt haben, okay, so eine Tafel, morgen ist Cleanup, mach doch mit. Oder wir konnten eigene Gäste eigens ansprechen, ob sie nicht Bock haben mitzumachen. Aber meistens ist da nicht so viel Motivation leider da. Sehr logisch, da ist ja... Wir sind im Urlaub, klar, selbstverständlich. Ja, meine lieben Plastikrebellen... Soll ich mal den Ton wieder an? Warte, jetzt höre ich dich. Ja, meine lieben Plastikrebellen, euer Schlusswort. Was könnt ihr uns, der Community, auf den Weg geben? Ja, genau. Eine Sache noch bei dem Plastikwerk-Cleanup. Da könnt ihr natürlich immer alle mitmachen und könnt an wirklich kleine Sachen helfen, eine Menge. Wir können so viel ausrichten schon. So, und aber eine Bitte haben wir tatsächlich. Ja, vor allem an alle die jetzt da sitzen und auf einem Travel-Festival sind. Ja, weil wir lieben ja alle das Reisen, wir lieben alle die Natur und jeder hat heutzutage Social Media, also Instagram, Facebook und möchte natürlich seine Freunde, Familie oder auch wenn er das beruflich macht, seine Follower an seinen Reisen teilhaben lassen. Und wir sehen es leider immer noch so häufig, dass Bilder gepostet werden mit Plastik, sei es die Kokosnuss mit dem Plastikstrohhalm. Und muss es denn wirklich sein? Also, ne, wir fragen uns halt, okay, wir sind doch alle irgendwie Vorbilder und sei es nur für meinen kleinen Bruder oder so. Und was ist das für eine Message, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt am Strand und trinke eine Kokosnuss mit Plastikstrohhalm? Hm. Ja, also das ist alles, wie ich bitte nachdenken und danach handeln. Weil irgendwie ist so ein bisschen Doppelmoral, wenn ich ans andere Ende der Welt fliege, einen geilen Urlaub habe und dann am Strand sitze und einen Plastikstrohhalm nutze. Genau. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr jetzt noch nicht wisst, warum es Ozean gibt, dann allerspätestens werdet ihr das verstehen, glaube ich, wenn ihr Atlantic Ocean geht. Ja, Ocean Film. Viel Spaß damit und Taschentücher bereithalten. Genau, das kann man nur empfehlen. Ja, vielen lieben Dank. Ich glaube, euer Applaus. Ja, ich denke, ich spreche dafür alle.
dass ihr auf jeden Fall wundervolle Vorbilder seid, indem ihr das Reisen, die Leidenschaft eben auch mit einem unangenehmen Thema verbindet. Und ja, wie ihr das gesagt habt, ne, vormachen und nachmachen. Nur eine Vorsilbe kann schon so vieles ausmachen. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, über das Internet euch ja, eure Arbeit zu verfolgen. Ihr habt die Möglichkeit auch. Und ich glaube, ihr habt uns ganz viel Input gegeben, wie wir im Kleinen den Plastikmüll reduzieren und was Gutes für unsere Welt tun können. Ja, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. In diesem Sinne, schlaft gut, während wir hier uns weiterbilden. Nach der Pause werden wir nämlich einen Dokumentarfilm sehen, der, denke ich, noch mal ganz anders das Elend, was Müll in den Weltmeeren verursachen kann, noch mal vor Augen führt. Bevor ihr euch jetzt in die Pause verabschieden könnt, möchte ich noch mal auf Amphibio-Pack-Rafting verweisen. Ja, für alle, die eben wie Ozeankind das Wasser lieben und wie die Luft zum Atmen brauchen, denn sie sind der Experte für kombinierte Land-Wassertouren und im Sortiment haben sie Rucksackboote und ultraleichte Wassersportausrüstung. Die Boote gibt es sogar teilweise im Zeltformat, wiegen aber nur 2 bis 3 Kilo. Sie sind sehr robust und absolut reisetauglich. Wer nachhaltig reisen will, der hat mit Book It Green, einem Pilotprojekt, die Möglichkeit, seinen ökologischen Rucksack auch zu minimieren. Denn es ist die erste Buchungsplattform, die es Reisenden ermöglicht, nachhaltige Ferienunterkünfte weltweit problemlos zu buchen. Vom Biobauernhof bis zur luxuriösen Eco-Lodge ist alles dabei, was das nachhaltige Reiseherz begehrt. Den Nachhaltigkeitsindikator haben sie in so grünen Pflanzenpunkten für jede Unterkunft quasi dokumentiert, sodass ihr also auch da transparent informiert seid. Wir sehen uns gleich in einer halben Stunde und achtet auf die Hupe. Bis gleich.